So, ich sehe schon, die ersten Teilnehmer kommen langsam rein. Es füllt sich und während wir auf weitere Teilnehmer warten, bis alle reinkommen, möchten wir schon mal checken, können Sie uns hören oder können Sie mich hören, können Sie mich sehen? Einfach ins Chatfenster rechts unten reinschreiben, wenn Sie mich sehen oder hören können. Und während wir noch ein paar Minuten auf weitere Teilnehmer warten, können Sie auch gerne schreiben, aus welcher Stadt Sie sind und was für eine Sprachinstitution Sie vertreten, also zum Beispiel eine Sprachschule, ein Sprachreiseanbieter. Okay, ich sehe, viele können mich hören und sehen. Super. Freiburg Sprachschule, Berlin School of English haben wir hier, in Lingua Sprachschule Braunschweig, aus Aschaffenburg, Business Spotlight München, ETS Global Berlin, Magic Lingua München. Super, ganz viele Teilnehmer. Wir sind schon über 100 Teilnehmer mittlerweile. Wir hatten über 200 Anmeldungen. Wir sind gespannt, wie viele Leute da noch heute erscheinen. LAL haben wir hier. Wir haben Sprachstudio Leipzig, Sprachschule Axioma München, München nochmal. Super. Ja, das freut uns auf jeden Fall, dass so viele hier kommen. Und ich sehe, es kommen immer noch langsam einige mehr. Das heißt, wir warten noch ein paar Minuten, bis alle da sind. Alle, die gerade jetzt reinkommen, einfach mal reinschreiben, wo sie herkommen, aus welcher Stadt und was für eine Institution sie vertreten. F&U Academy Leipzig, BBZ Bochum haben wir. Wow, schon 120 Teilnehmer. Super. Ja, es füllt sich nicht mehr. Wir sind jetzt schon, okay, langsam. Es kommen noch ein paar weitere und ein paar haben sich auch über Telefon eingewählt. Alles klar. Dann würde ich sagen, dass wir schon mal langsam anfangen. Die meisten sind schon da. Und ich würde einfach mal, mein Name ist Gabriel Gehmann von der Online-Marketing-Agentur NetzBekannt und ich werde mich gleich nochmal im Detail vorstellen. Aber erst möchte ich zur Eröffnung an Sebastian Schattenmann von der Expo Lingua übergeben. Ja, hallo, ich bin Sebastian Schattenmann von der Expo Lingua. Ich hoffe, Sie können mich auch alle hören und sehen. Hören ist wichtiger, aber sieht gut aus. Wunderbar. Ja, toll, dass Sie alle da sind. Ich heiße Sie wirklich herzlich willkommen zu unserer speziellen Online-Ausgabe des Netzwerk Sprachunternehmen. Der Anlass des Events ist natürlich klar. Die aktuelle Situation die trifft uns alle hart. Wir sind alle mit einer Situation konfrontiert, mit der keiner rechnen konnte und sehen uns plötzlich mit Schwierigkeiten und Problemen oder Schwierigkeiten und Problemen gegenüber, auf die natürlich keiner eine Lösung hat. Und ich glaube, in so einer Situation ist es immer am besten, wenn man nicht in seinem Tunnel bleibt, sondern versucht, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen und ja, zu sehen, wie machen andere das, wie gehen andere mit der Situation um, welche Maßnahmen ergreifen andere, welche Maßnahmen sind kurzfristig überhaupt möglich, welche sind sinnvoll und natürlich auch längerfristig, was wird das für Konsequenzen für unsere Branche insgesamt haben. Wichtig ist auch, dass man wird ja jetzt bombardiert mit allerlei Webinaren und Online-Seminaren und so weiter. Und wichtig ist eben auch, dass jetzt in den nächsten 1,5 Stunden geht es wirklich um uns, also um die Sprachenbranche. Was sind spezifisch die Punkte, die uns interessieren und die Probleme und die Schwierigkeiten, die uns beschäftigen? Und da auch schon mal vielen Dank für das ganze Feedback, was wir bekommen haben von Ihnen in der Online-Umfrage. Da wird noch mein Co-Kommentator Gabriel Gehmann genauer darauf eingehen. Und natürlich wird es auch insbesondere, das kann ich schon mal ein bisschen vorgreifen, also klar darum gehen, welche Rolle können Online-Lösungen sozusagen in der Situation spielen? Wie kann man die eigenen Leute, die Lehrer mitnehmen? Wie kann man sozusagen Kunden ansprechen und eventuell sogar Umsätze generieren? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen werden. Ich möchte noch sagen, die Session soll insgesamt interaktiv werden. Das heißt, Sie haben mehrere Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Es gibt die Möglichkeit im Chat. Machen Sie jetzt bereits schon irgendwie dann auch Fragen zu stellen an die 5 Referenten, die wir haben werden. Die Fragen werden dann von uns, den Moderatoren des jeweiligen Beitrags, ausgewählt und dann vorgelesen, sodass der Redner die Möglichkeit hat, darauf zu antworten. Bitte entschuldigen Sie, dass wir dann nicht alle oder haben Sie Verständnis dafür, dass wir möglicherweise nicht alle Fragen
tatsächlich thematisieren können. Das können Sie ja dann auch später untereinander machen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, es gibt noch im Anschluss an die 5 Beiträge eine Open-Mic-Session. Da kann man sich auch wirklich dann zu Wort melden. Genau, werden wir nochmal später genaueres dazu hören. Und ja, jetzt wünsche ich uns alle eine produktive Zeit. Bitte beachten Sie auch, dass die ganze Session aufgezeichnet wird. Ja, und hiermit wünsche ich uns eine gute Zeit und ich übergebe nochmal an meinen Co-Moderator Gabriel Gehmann von Netzbekannt. Hallo nochmal. Ja, wir sind jetzt schon 149 Teilnehmer. Sehr beeindruckend. Das ist das zweite Mal, dass wir ein Netzwerk-Sprachunternehmen-Event durchführen. Wir hatten eigentlich eins geplant für den Juni, haben jetzt aber aufgrund der aktuellen Situation das Ganze vorgezogen. Und im letzten Jahr haben wir bereits eins in Berlin durchgeführt. Ja, also mein Name ist Gabriel Gehmann von der Online-Marketing-Agentur Netzbekannt. Und warum bin ich jetzt überhaupt hier mit der Firma? Wir sind eine Online-Marketing-Agentur spezialisiert auf Sprachunternehmen und Sprachschulen, arbeiten auch sehr eng mit der Expo Lingua zusammen und hatten deshalb die Idee, dieses Format ins Leben zu rufen. Noch ein paar Hinweise. Die Session wird nicht nur aufgezeichnet und dann im Anschluss an alle verschickt, sondern wir führen auch Protokoll und die Idee ist, keiner hat hier die Lösung für alle Probleme, aber jeder hat einen Teil der Lösung. Und wir schreiben einfach mit und schauen, was für Lösungen es gibt. Und das Ganze wird dann in der Nachberichterstattung als Report zusammengefasst. Und den kriegen Sie dann auch nächste Woche alle zugeschickt, um einfach ein paar Lösungsansätze zu sehen. Wir haben auch dieses Thema auf der Expo Lingua letztes Jahr thematisiert. In einem Vortrag, da ging es um Online-Sprachkurse für Offline-Sprachschulen. Den habe ich auch teilweise rumgeschickt. Also ein Thema, das jetzt natürlich hochaktuell ist. Und das sind auch die Herausforderungen, die uns vorgetragen worden sind in der Umfrage, die wir rumgeschickt haben an alle, die sich angemeldet haben. Die Probleme sind vor allem, also wir haben erstmal Teilnehmer, wir haben vor allem Sprachschulen, wir haben Sprachlehrer, Sprachcoaches, wir haben Sprachreiseagenturen hier, Online-Schulen und Coaches, Sprachverlage und Online-Plattformen und private Unternehmer im Sprachbereich. Also wir haben eine bunte Mischung aus der Sprachbranche hier und vor allem interessant, wie geht man mit der Situation um, wenn man offline eben keine Sprachkurse mehr durchführen kann. Also wie kann man auf Online-Sprachkurse umschalten? Wie bekommt man seine Lehrer dazu, auf Online-Sprachkurse umzuschalten? Wie bekommt man seine Teilnehmer dazu, jetzt auf einmal statt zum Kurs zu gehen, tatsächlich in diesem Online-Format mitzumachen? Was ja schon eine große Herausforderung ist. Aber die größte Herausforderung ist, wie geht man mit den eingebrochenen Umsätzen um? Also wie kann man Online-Sprachkurse überhaupt aufstellen? Wie kann man diese vermarkten? Und zu all diesen Themen haben wir eben Redner eingeladen, wo wir glauben, dass die teilweise Ansätze als Lösung haben, die vielleicht für Sie heute hilfreich sein werden. So, wenn ich jetzt nichts vergesse, noch etwas. Wir haben den Timo Tremmel aus unserem Team, der macht die ganze technische Ausführung hier. Also wenn Sie ihn im Chat sehen, der wird auch Sachen teilweise ergänzen und wird das ganze technisch managen, damit Sie Bescheid wissen, dass der zu uns gehört. Und nun würde ich die erste Rednerin für heute vorstellen. Das ist die Julia Richter vom Fachverband Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter und jetzt umbenannt Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreiseveranstalter. Und sie hat natürlich viel Kontakte mit ihren ganzen Sprachreiseveranstaltern, sieht das Ganze aus einer Vogelperspektive und wird einfach darüber berichten, wie die Sprachreisebranche damit umgeht, was für Lösungsansätze da sind. Und nun würde ich die Julia Richter auf die Bühne bitten, um einfach mal zu berichten. Herzlich willkommen, Julia. Herzlichen Dank, lieber Sebastian und lieber Gabriel. Heute mal ein ganz anderes Format. Ich danke euch für die Organisation. Sehr, sehr prima, dass die Expo Lingua zusammen mit Netzwerk Sprachunternehmen diese Runde heute auf die Beine gestellt hat. Ich freue mich sehr darüber. Ich darf mich gerne auch noch mal vorstellen. Mein Name ist Julia Richter und ich bin die Geschäftsführerin des Fachverbands Deutscher Sprachreiseveranstalter.
Der Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreiseveranstalter, der Gabriel, hat gerade auch schon etwas durcheinandergebracht. Wir haben uns mittlerweile natürlich auch breiter aufgestellt. Wir sind nicht nur für den Bereich Outgoing zuständig, sondern neuerdings auch natürlich seit 2 Jahren für den Bereich Sprachschulen in Deutschland. Und diese Sprachschullandschaft hat ja auch eine gewisse Größe, die abgebildet sein möchte. Und dafür sind wir sozusagen auch der Verband geworden. Insofern kann es schon mal passieren, dass man da das Wort Sprachschulen zunächst einmal vergisst. Ich freue mich sehr. Vielen Dank nochmal. Wie wir alle wissen, ist im Prinzip seit dem 16. April nichts mehr so, wie es mal war. Die komplette Sprachreisenszene ist im Grunde zum kompletten Erliegen gekommen. Sprachschulen weltweit sind geschlossen. Sprachreiseveranstalter können keine Schüler mehr ins Ausland schicken. Wir haben hier im Prinzip ein Riesenproblem, sitzen aber letztendlich im Grunde ja alle gemeinsam hier in einem Boot. Ich habe dem Sebastian auch mitgeteilt, dass ich sehr gerne etwas Feedback aus den Reihen der Sprachreisemitglieder gebe. Das sind sowohl Sprachschulen als auch Sprachreiseveranstalter. Und da stellt sich das Ganze im Prinzip etwas unterschiedlich dar. Je nach Angebotsschwerpunkt und Zielgruppe haben beispielsweise manche Veranstalter, die spezialisiert sind auf den Bereich Schülersprachreisen, noch gewisse Hoffnung, dass der Sommer, das ausbleibende Geschäft rund um Ostern jetzt im Moment gerade etwas abfedern könnte. Wenn das natürlich auch nicht eintritt, dann hat man hier natürlich auch massive oder mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen. Es ist derzeit auch so, dass zusätzlich diejenigen, die nur Schülersprachreisen anbieten, ein zusätzliches Problem haben, denn die Schulministerien haben im Prinzip die Schulfahrten fürs laufende Jahr gestrichen. Das heißt also auch hier ist im Bereich der Schulfahrten sowohl im Inland als auch im Ausland derzeit im Prinzip fürs gesamte laufende Schuljahr werden die Reisen komplett gestrichen. Es ist im Moment in der Diskussion, wie es mit Reisen fürs kommende Schuljahr aussieht. Aber auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Diskussionen laufen hier sehr aktiv auf Hochtouren im Moment noch. Lässt sich also abwarten, wie sich das nächste Schuljahr diesbezüglich anlässt. Wer im Bereich der Erwachsenen sich tendenziell spezialisiert hat, ist etwas breiter aufgestellt natürlich. Und da ist es so, dass die Buchungen, die getätigt werden, können natürlich auch noch sich in den Herbst hinein verschieben können. Auch im Bereich Bildungsurlaub ist derzeit so, dass es um Lösungen gerungen wird, dass man unter Umständen Bildungsurlaub auf eine Art Webinar verlegt und hier die Möglichkeit gibt, dass man eben Bildungsurlaub in Form von einer Sprachreise auch über Webinare ablegen könnte. Also das sieht im Moment relativ gut aus. Nordrhein-Westfalen und auch Baden-Württemberg haben da schon konkrete Vorstellungen und ich könnte mir vorstellen, wenn hier schon mal die erste Entscheidung getroffen ist, dann ziehen auch andere Bundesländer nach. Um die dritte Variante abzubilden, diejenigen, die die Zielgruppe Jugendliche, aber auch Erwachsene haben, da ist im Moment so, dass natürlich die am breitesten sicherlich aufgestellt sind und damit am besten für diese schwierige Krise gerüstet sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ein Unternehmen, was auch da nicht über ein gutes finanzielles Polster verfügt, sicherlich so eine Krise auch unter Umständen nur sehr, sehr schwer überstehen kann. Also es bleibt einfach abzuwarten, wie künftig das Ganze im Grunde weiterläuft und wie auch die Sprachreisenbranche am Ende des Jahres leider aussieht. Wir haben vorher darüber gesprochen, Problemlösungen anzubieten beziehungsweise über Problemlösungen zu sprechen. Wir als FDSV mit unseren Mitgliedsunternehmen haben uns versucht, stark zu machen im Bereich der Live-Online-Sprachkurse. Sehr, sehr viele unserer Mitgliedsunternehmen haben Live-Online-Sprachkurse im In- und Ausland mittlerweile quasi im Angebot, um eben die Corona-Pandemie etwas dahingehend abzufedern, dass die Aus- und Weiterbildung für diejenigen, die noch Interesse haben und vor allem ja auch heute Zeit haben, auch dem Ganzen noch nachkommen können. Das heißt, die Sprachkurse finden in einem virtuellen Raum statt, so wie wir hier im Grunde jetzt eigentlich auch zusammensitzen, interaktiv in Form eines Webinars mit qualifizierten Sprachlehrern, die natürlich auch entsprechend unseren Qualitätsvorgaben der Europäischen Sprachreisenorm, der DIN EN 14804 entsprechend geprüft worden sind. Diese Sprachlehrer unterrichten sowohl in Gruppen als auch im Einzelunterricht. Das heißt, je nachdem, was der Teilnehmer, der Kunde wünscht,
kann er entsprechende Gruppen für sich sozusagen buchen. Die Kurse gehen bis hin zu Abiturvorbereitungskursen oder anderen spezifischen Prüfungsvorbereitungskursen. Also hier haben die Anbieter im Prinzip ein sehr breites Portfolio, was im Grunde mittlerweile auch über unsere FGSV-Internetseite nachzulesen ist. Dort haben wir eine Auflistung aller Angebote von unseren Mitgliedsunternehmen online gestellt. Die bestehenden Kurse sozusagen sind natürlich auch im Vergleich zu Apps oder Sprachlernprogrammen nochmal ganz anders, weil man letztendlich mit dem Sprachlehrer interaktiv in Kontakt treten kann und sich eben auch unter Umständen, wenn man eine Gruppe gebucht hat, mit der Gruppe austauschen kann. Und das natürlich auch auf internationaler Ebene, was im Moment natürlich sonst überhaupt nicht möglich ist, weil wir ja auch die Reiseeinschränkungen haben und damit im Grunde uns, auch wenn wir wollten, nicht aus dem Land bewegen können. Ein weiteres großes Thema, was im Moment diskutiert wird, das ist eigentlich die problematische Seite eben auch aus Sicht der Veranstalter im Moment. Wir haben ja nach dem deutschen Reiserecht die Situation, dass bereits angezahlte Anzahlungen bzw. eben Teilzahlungen und auch Vollzahlungen theoretisch gesehen nach dem deutschen Reiserecht den Kunden zurückerstattet werden müsste. Und hier wird im Moment über eine Gutscheinlösung diskutiert. So kann es unter anderem eben ein Teil der Gesamtlösung vielleicht sein, diese Gutscheine. Die alleinige Lösung in meinen Augen ist es sicherlich nicht. Wir können hier vielleicht Liquiditätsprobleme der Veranstalter kurzfristig überbrücken. Es ist aber sicherlich auf Dauer noch ganz wichtig, dass im Grunde noch finanzielle Hilfen von staatlicher Seite kommen und zwar vor allem sehr schnell kommen. Es kann auch natürlich nicht sein, dass der Endverbraucher am Ende das Risiko trägt, indem er sich für einen Gutschein entscheidet und es zum jetzigen Zeitpunkt aber gar nicht absehbar ist, ob das jeweilige Unternehmen letztendlich noch irgendwann am Markt ist, wenn ich im nächsten Jahr quasi meine Reise buche und sie ins nächste Jahr verschiebe. Da müsste am Ende eben auch eine Lösung her, die meines Erachtens eben auch wiederum staatlich abgesichert werden müsste. Auch das ist im Moment von den verschiedenen Parteien im Gespräch, in der Diskussion. Ich bin mir sicher, dass man da relativ kurzfristig jetzt auch eine Entscheidung finden muss. Denn Länder wie Frankreich, Italien, Belgien haben sich für diese Gutscheinlösung schon entschieden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch letztendlich langfristig dazu kommt, dass man über eine europäische Lösung nachdenken müsste. Ja, Prognosen noch, das war auch ein Wunsch, der kam, ist natürlich schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist das Interesse nach Reisen und auch natürlich nach Sprachreisen in jeder Form ungebrochen hoch und groß. Ich bin mir sicher, dass die Buchungen, sobald ein Ende der Pandemie in Sicht ist, auch sehr schnell wiederkommen werden. Wirklich Normalität wird es jedoch wahrscheinlich erst geben, sobald es irgendwie ein Medikament, eine Impfung gegen Corona geben wird. Bis dahin, denke ich leider, müssen wir uns alle noch in Geduld üben und Solidarität beweisen. Das wäre mein Wunsch und bleiben Sie vor allem gesund und bestmöglichst, größtmöglichst daheim. So können wir sicherlich auch unserer gesamten Gesellschaft helfen und diese Krise hoffentlich auch gemeinsam entsprechend gut überstehen. Danke. Ja, vielen Dank, Julia, für deinen Beitrag. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Also schreiben Sie gerne Ihre Fragen in den Chat und das werde ich dann der Julia vorlesen. Ein paar Minuten haben wir Zeit. Also Sie können auch die Fragen beim nächsten Vortrag während des Vortrags schreiben, damit dann keine Zeit verloren geht. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen reinzuschreiben. Gibt es irgendwelche Fragen an Julia Richter? Dann warten wir noch ein paar Sekunden. Manche brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, um zu tippen. Auf jeden Fall gab es ein paar Leute, die ein paar Sachen gepostet haben. Gutscheinlösung, ein paar Nachrichtenbeiträge. Okay, wir haben die erste Frage. Wie offen sind die Sprachreiseanbieter aktuell, andere Online-Dienste zu empfehlen und dafür eine Provision zu erhalten? Ja, eine gute Frage. Die wir uns auch schon gestellt haben, beziehungsweise die in einigen Gesprächen auch schon geführt wurden. Meine Meinung war eigentlich bis dato, wer es selbst bis jetzt nicht auf die Beine gestellt hat,
sinnvolle und gute Tools dem Kunden anzubieten, um die Sprache zu erlernen. In dem Fall, wie gesagt, mit dem Webinar ist ja nochmal eine andere Geschichte wie Apps oder Sprachlernprogramme. Der sollte unter Umständen darüber nachdenken, Kooperationen einzugehen mit Anbietern, die in dieser Richtung schon durchaus Erfahrungen haben und vor allem eben langjährige Erfahrungen haben. Da ist meine Meinung einfach ganz schlicht besser als gar nichts. Und ins Gespräch kommen, in Dialog treten und für alle Beteiligten eine gute Lösung finden. Danke. Und die nächste Frage ist, ich würde noch ein oder zwei Fragen machen und dann gehen wir zum nächsten Redner. Was antworte ich Kunden, die ihre Reise abgebrochen haben und nun Geld zurückverlangen? Soll ich sie vertrösten, bis es die Gutscheinlösung gibt? Also die Tendenz geht mit den Rückmeldungen, dem Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, dahin, dass es definitiv einige Veranstalter gibt, die im Moment sagen, die versuchen das Ganze ein Stück weit so lange auszusitzen, bis es eine Lösung gibt und bis dahin individuell zu entscheiden. Und das wäre theoretisch gesehen auch meine, man kann hier nicht von Patentidee sprechen und es gibt auch keine Patentlösung leider für die Situation. Und genau aus diesem Grund sage ich, halten Sie es individuell. Das heißt, ich würde je nach Unternehmensform unterscheiden, wie Sie aufgestellt sind, wie die Situation auch finanziell ist. Auch natürlich kundenspezifisch. Das heißt, es gibt Kunden, die legen rigoros ab, einen Gutschein anzunehmen. Dürfen sie theoretisch ja auch laut deutschem Reiserecht und bestehen auf die Rückzahlung. Mit so einem Kunden würde ich mich unter Umständen auch überhaupt gar nicht anlegen, sondern ich würde dann ganz klar entscheiden, diesem Kunden das Geld zurückzuzahlen und sich mit den anderen Kunden unter Umständen für eine Gutscheinlösung zu einigen, die entweder innerhalb dieses Jahres noch oder mit einer gewissen Frist, viele geben Fristen von 18 Monaten, dass man sich daraufhin einigt. Im Moment kann man nur sich einigen, und es gibt keine offizielle Regelung, außer die, die natürlich bereits seit Jahren da ist, die Regelung theoretisch zurückzahlen zu müssen. Aber versuchen Sie, sich zu einigen. Und dann machen wir noch eine Frage und dürfen wir dann deine Kontaktdaten später rumgeben für, es gibt noch ein paar weitere Fragen, die schaffen wir jetzt nicht. Sehr gerne, Gabriel. Einmal rumschicken, super. Dann können noch weitere Fragen gestellt werden. Also die letzte Frage ist dann, gilt die Gutscheinlösung auch für reine Sprachschulen, also dem reinen Unterricht mit Unterkunft? Das ist, wie gesagt, genauso individuell zu handhaben. Jeder hat allgemeine Reisebedingungen, die AGBs. Wenn ich sozusagen ein Sprachreiseveranstalter bin, gelten natürlich die AGBs. Das heißt, ich muss derzeit laut dem deutschen Reiserecht die Anzahlung oder die gezahlten Gelder zurückzahlen. Die meisten Sprachschulen in Deutschland laufen derzeit, ich sage die meisten, noch nicht unter einem Reiseveranstalter, auch wenn sie es im Übrigen eigentlich sind, weil sie eben mehrere verbundene Reiseleistungen anbieten. Und da fällt man ab zwei bereits verbundenen Reiseleistungen bereits unter den Veranstalter. Als Schule, die quasi sich nicht als Veranstalter aufstellt, würde ich auf jeden Fall, wenn es denn das Geschäftsmodell zulässt und auch es eine finanziell bessere Situation für das Unternehmen darstellt, würde ich diesen Gutschein immer einem Kunden anbieten. Denn zurückzahlen kann und muss ich unter Umständen ja ohnehin. Aber anbieten kann ich es und die Chance, diesen Kunden natürlich auch zu halten und dass er im nächsten Jahr über das jeweilige Unternehmen reist, ist relativ groß. Man darf an der Stelle natürlich trotzdem nicht vergessen, man verschiebt natürlich seine Liquiditätsproblematik aufs Folgejahr. Das heißt, das, was ich heute buche, reist im Endeffekt dann erst im nächsten Jahr. Super, dann vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Und wir würden dann zum nächsten Redner kommen. Da werde ich wieder Sebastian aufrufen, der den nächsten Redner vorstellt. Dann übergebe ich. Ja, vielen Dank, Julia, auch von meiner Seite. Es war super interessant, das zu hören. Und genau, ich mache es jetzt auch ganz kurz und gebe gleich weiter an den nächsten Redner. Das ist Sven Haushalter, der Leiter des Zentrums Berlin, der Karl-Duisberg-Zentren. Da muss ich auch wahrscheinlich nicht viel sagen dazu, sondern Karl-Duisberg-Zentren sind einer der renommiertesten Aus- und Weiterbildungsanbieter in Deutschland und auch eine sehr bekannte Sprachschule oder Anbieter auch von Sprachtraining und interkulturellen Training in Berlin. Und ich freue mich jetzt sehr, das Wort zu übergeben an Herrn Haushalter und freue mich auf seinen Beitrag. Ja,
Vielen Dank. Ich hoffe, dass auch das mit dem Mikrofon anschalten geklappt hat. Es scheint so. Die Kamera ist auch an, sollte also funktionieren. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Kein schöner Grund, warum wir jetzt heute hier so spontan und ein bisschen früher als eigentlich geplant zusammenkommen. Ich möchte mich auch ganz kurz selber vorstellen. Wie schon gesagt, mein Name ist Sven Haushalter. Leite die Karl-Duisberg-Zentren hier in Berlin. Die Karl-Duisberg-Zentren selber haben den Stammsitz in Köln und mit weiteren Niederlassungen im Bereich der Deutschkurse in München, Radolfzell, in Köln und Berlin und noch Niederlassungen in Hannover, Frankfurt und Saarbrücken. Das sind so unsere Standbeine in Deutschland und dann haben wir noch ein paar Sprachschulen außerhalb Deutschlands. Und ja, dem Verbund vertrete ich jetzt hier heute. Ich bin auch gefragt worden, ja, wie ist denn überhaupt die aktuelle Situation für die Deutschkursanbieter jetzt mal im Speziellen? Auch wir bei den Karl-Duisberg-Zentren haben ja die Bereiche Sprachreisen ins Ausland, Highschool-Jahr im Ausland. Aber da hat die Kollegin ja gerade schon alles eigentlich zu erzählt. Die Herausforderungen, die da auf alle warten, das trifft auf den Bereich bei uns hier ganz genauso zu. Welche Herausforderungen haben wir im Bereich der Sprachkurse, im Bereich der Deutschkurse? Das sind sehr vielfältige Herausforderungen, die erst mit kleinen Schritten und dann mit ziemlicher Gewalt auf uns hier eingebrochen sind. Angefangen hat es am Jahresanfang, wo es dann hieß, dass der Virus ausgebrochen ist in China, dass vielleicht die ersten Kunden nicht kommen können, die vom chinesischen Markt kommen sollten, dass man da vorsichtig sein muss. Da hat man das alles vielleicht noch gar nicht so für voll genommen und hat das Ganze auch noch ein bisschen von sich weggeschoben. Dann ging es später weiter, als dann so die ersten Ausbrüche in Europa waren, speziell in Italien. Das war dann so für uns auch der erste Knackpunkt, wo wir gemerkt haben, oh, das könnte doch ein bisschen haariger werden, als es vielleicht ursprünglich gedacht war. Denn auf einmal wurden viele Schulklassenreisen, eigentlich alle Schulklassenreisen, speziell aus dem italienischen Raum, abgesagt und man stand auf einmal mit leeren Händen da. Am Beispiel Berlin, wir hatten hier eigentlich Sprachkursteilnehmer aus Italien, aus 6, 7 verschiedenen Schulen, insgesamt 350 Teilnehmer, die für 1 bis 2 Wochen zu uns gekommen wären, hätten wir begrüßen sollen und wollen. Das ist alles auf einmal weggefallen. Die Herausforderung dann, die Dozenten irgendwie trotzdem in Arbeit zu bringen, die Unterkünfte, die Gastfamilien da irgendwie auch zu betreuen weiterhin, obwohl sie jetzt keine Gäste haben. Das waren so die ersten Herausforderungen, die wir so direkt zu spüren bekommen haben. Ja, und dann ist es ja eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Die ersten Reisebeschränkungen, die ersten Regionen, die als Gefahrenregionen, als Risikogebiete galten, wie geht man damit um? Nimmt man überhaupt noch Teilnehmer aus diesen Gebieten auf? Was birgt das auch für Gefahren, die man sich dann entsprechend, dem man sich im Haus auch stellen muss? Und wie geht man mit eventuellen Verdachtsfällen um? Das alles hat uns natürlich sehr beschäftigt. Glücklicherweise kann ich berichten, dass wir im direkten Umfeld bisher noch keine Corona-Infektion hatten, weder bei den Mitarbeitern noch bei den Teilnehmern. Kann da also gar nicht so genau sagen, was für den Fall passiert wäre, wenn das passiert. Aber insgesamt war es dann auf einmal so, dass eben vor 2 Wochen die Schulschließung oder vor knapp 3 Wochen die Schulschließung da war und man auf einmal da stand, okay, was machen wir jetzt mit den Teilnehmern, die hier in unseren Schulen deutschlandweit vor Ort sind und wie gehen wir damit um? Kurzerhand wurde also ein Konzept entwickelt, wie wir die Teilnehmer trotzdem weiter betreuen können, indem wir den Unterricht von Präsenz auf Online umgestellt haben, was natürlich eine große Herausforderung ist und war. Dank der Möglichkeit, dass wir schon seit längerem bei uns im Unternehmen eine E-Learning-Abteilung haben und das jetzt nicht gänzlich neu für uns war, haben wir dann einen ganz guten Start gehabt, konnten umfangreich Dozenten schulen, um dann auch umgehend mit dem Sprachkursen weiterzumachen und die Teilnehmer eben weiter zu betreuen, was in der besonderen Situation auch sehr wichtig war, weil viele natürlich auch hier vor Ort in Deutschland waren, eigentlich zurück zu ihren Familien wollten, gar nicht so richtig wussten, wie es den Familien im Ausland vielleicht auch geht. Und da waren wir auch so ein bisschen Anker an der Stelle für viele Teilnehmer, die von überall aus der Welt hier aktuell in unseren Kursen teilnehmen. Und das war schön zu sehen, dass man auch hier
den Support den Teilnehmern gegenüber leisten kann und da so ein bisschen auch Ansprechpartner Nummer eins sein kann. Die weiteren Herausforderungen, die dann waren, waren natürlich zu gucken, okay, wie technisch sind die Teilnehmer aufgestellt? Wie ist die Internetverbindung bei den Teilnehmern? Können alle wirklich dem Unterricht gut folgen? Welches Tool nutzt man? Ja, nutzt man wie hier Zoom? Nutzt man Adobe Connect? Nutzt man Microsoft Teams? Und was es auch immer noch auf dem Markt alles gibt. Verschiedene Ansätze wurden diskutiert, verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Ich denke, am Ende muss man gucken, was für einen am besten funktioniert. Zoom ist auf jeden Fall ein Tool, was positiven Eindruck hinterlässt, ähnlich wie Adobe Connect. Beides ist ganz gut nutzbar. Wir haben damit jedenfalls ganz gute Erfahrungen gemacht. Insgesamt sind bei uns jetzt viele Teilnehmer trotzdem nach Hause zurückgekehrt, zu ihren Familien, bevor die Reiseeinschränkungen völlig gegolten haben. Das Schöne am Online-Unterricht ist, wir können sie jetzt trotzdem weiter unterrichten, weiter betreuen und das, obwohl sie auf der ganzen Welt verteilt sind. Das ist ein schöner Lernprozess, den wir jetzt hier eingehen konnten. Und die Frage ist vorhin auch aufgekommen, wie sieht die Prognose aus? Die Prognose ist wirklich super schwer zu machen jetzt an der Stelle. Wir wissen gar nicht, wo es hingeht. Keiner weiß, wann werden die Einschränkungen gelockert? Wann könnte man wieder im Präsenzunterricht gehen? Bedeutet das überhaupt, dass Leute auch sofort wieder in Präsenz kommen können? Was gibt es für weitere Einschränkungen weltweit, die wir hier berücksichtigen müssen? Und da teile ich die Einschränkung, die Auffassung von Frau Richter, die dann eben sagt, okay, wir müssen uns wahrscheinlich auch auf viele Wochen und Monate der Einschränkungen einrichten. Und deshalb müssen wir gucken, wie können wir im Bereich der Online-Kurse und auch der Kooperation unter Sprachkursträgern hier was erreichen. Und da würde ich mich freuen, wenn es an der einen oder anderen Stelle auch einen weiteren Austausch gibt und vielleicht auch die Möglichkeit gegeben wird, über Kooperationen zu sprechen. Weil es wäre schade, wenn am Ende dieser ganzen Zeit nur noch die Hälfte der Anbieter oder wie auch immer auf dem Markt sind, weil die Umsatzeinbrüche dazu führen, dass man am Ende die Fixkosten nicht mehr tragen kann und vom Markt verschwinden muss. Das wünsche ich allen, dass das nicht passiert und ich wünsche allen, dass es für alle irgendwie positiv ausgeht und drücke uns allen die Daumen, dass die ganze Phase jetzt nicht allzu lange andauert und wir hoffentlich in besseren Zeiten dann wieder zusammenkommen und auch persönlich zusammenkommen können und wieder über schönere Dinge reden und hoffentlich die Erfahrungen, die wir jetzt machen, dann als ergänzendes Modell nutzen, neben Präsenz auch Online-Unterricht stärker zu fokussieren, um beides miteinander zu kombinieren. Das soll es von mir an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich, dass ich hier teilnehmen durfte, so einen ersten Einblick in unsere Erfahrungen geben durfte und bin gerne bereit, wenn noch Fragen aufkommen, die zu beantworten. Ja, vielen Dank, Sven, für deine Einblicke. Ich gucke jetzt gerade mal in den Chat. Wir haben ja einige interessante Kooperationsangebote, die jetzt aber nicht direkt als Fragen eigentlich adressierbar sind. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen. Also wie gesagt, jeder ist aufgerufen, es geht ganz leicht unten einfach Chat öffnen und dann die Frage schreiben und ich werde dann die Frage dem Sven stellen. Da gibt es jetzt etwas hier zum Beispiel. Wie gehen Sie mit Teilnehmern um, denen die technischen Voraussetzungen fehlen? Ja, das war natürlich eine Frage, die uns mit als erstes beschäftigt hat. Welche technischen Voraussetzungen brauchen wir, um den Unterricht gut leisten zu können? Und in der Tat hat sich besonders hier mit Zoom herausgestellt, dass es eigentlich nur eine einigermaßen stabile Internetverbindung braucht. Irgendeine Art von Technik, sei es ein Laptop, ein Handy, ein Tablet oder was auch immer. Und dann funktioniert das sehr gut. Für den Fall, dass das wirklich gar nicht der Fall ist, dass wirklich einfach nichts davon vorhanden ist, gehen wir auch über den Weg der Gutscheinerstellung. Das heißt, man bietet dem Kunden einen Gutschein an und die Kunden bisher sehen dieses Angebot auch als sehr positiv an und nutzen dann hoffentlich die Gutscheine in der Zukunft, um dann wieder am Präsenzunterricht teilzunehmen, wenn das wieder möglich ist. Ja, vielen Dank. Es gibt eine Reihe von weiteren Fragen. Ich wähle noch mal ein paar aus. Zum Beispiel wird hier gefragt, was sind die größten Herausforderungen bei der Umstellung von Präsenzunterricht auf Online-Unterricht? Ja, also eine sehr große Herausforderung ist natürlich auf einmal, also in der,
in der Präsenz ist man es gewöhnt, zum Beispiel 4 oder 5 Stunden am Tag zu unterrichten und den Inhalt zu transportieren. Für einen Dozenten ist es auf einmal sehr ungewohnt, das Ganze dann digital zur Verfügung zu stellen. Die Materialien, welche Materialien nutze ich? Kann ich die bisherigen Materialien benutzen? Muss ich auf digitale Lehrwerke umstellen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Also das ist eine riesengroße Herausforderung gewesen. Natürlich auch die technischen Voraussetzungen. Der eine kann die Dokumente lesen, der andere nicht. Also da muss man in der Tat groß aufpassen. Das war eine große Herausforderung. Was eine sehr große Herausforderung war, war die Zeitzonen zu berücksichtigen. Also tatsächlich haben wir jetzt Kurse, wo Teilnehmer aus -8 und +8 Stunden irgendwie miteinander verbunden werden müssen. Also Teilnehmer meinetwegen aus Indonesien und aus Mexiko. Und das zu gewährleisten, war gar nicht so einfach. Dann ist das Thema Datenschutz natürlich ein großes Thema. Kam, glaube ich, auch hier im Chat gerade, ja, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir haben glücklicherweise schon aus einer vorherigen Zeit einen Datenschutzvertrag, also einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Zoom, sodass man das auch gut nutzen kann. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was man berücksichtigen muss, dass das Thema Datenschutz hier ganz klar auch berücksichtigt wird. Vor allen Dingen jetzt, wo man natürlich dann in den Medien auch tagtäglich liest, wie zum Beispiel Zoom auch in der Kritik steht, für bestimmte Möglichkeiten, Hackerangriffe also als Zielscheibe da zu sein. Und dagegen muss man sich bestmöglich schützen. Aber da bieten, egal ob es Zoom ist, Adobe Connect oder andere, alle Tools eigentlich sehr gute Möglichkeiten an, indem man eben Passwörter einstellt für den Zugriff, dass man nur bestimmten Teilnehmern Zugriff erlaubt, dass man Meetings schließt, sobald alle Teilnehmer da sind. Also da kann man schon vieles machen, um dem Ganzen auch konform zu werden. Vielen Dank. Ja, es gibt noch eine ganze Menge von Fragen. Genau, du hast ja auch schon selbst gesehen zum Teil. Was mich auch interessieren würde zum Beispiel, das ist auch eine Frage, ich finde sie jetzt gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es war hier in der Mitte irgendwo, es ging um die Dozenten und die Lehrerschaft. Also da gibt es ja auch wahrscheinlich irgendwie von vieler Seite Widerstände oder sozusagen Probleme, weil man nicht genau darauf vorbereitet ist, sozusagen plötzlich den Präsenzunterricht auf online umzustellen. Und ja, wie geht man damit um? Oder kennen Sie auch diese Schwierigkeiten? Oder und wenn ja, wie geht man damit um? Ja, ich habe die Frage gerade mal hier versucht zu finden. Genau, also das ist ja, natürlich, reicht für alle Dozenten die kurze Einarbeitung. Genau. In der Tat ist das eine der großen, großen Herausforderungen gewesen. Denn wie der Kollege oder die Kollegin hier schon schreibt, ist die Einarbeitung in Online-Tools nicht für jedermann gedacht und nicht für jedermann geeignet. Also wir haben tatsächlich auch Dozenten, die wir jetzt kurzfristig verlieren mussten, weil sie einfach sagen, sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen diesen Online-Unterricht nicht hin. Sie können sich damit nicht identifizieren und für sie ist es einfach keine Art, Unterricht zu machen. Das tut einem sehr weh, solche Dozenten, über die man über viele Jahre schon als Vertrauensperson auch irgendwie immer wieder einsetzt, dann auf einmal ziehen lassen muss und keine Möglichkeit hat, diesen Kurse anzubieten. Man kann sich immer nur damit trösten, dass man es versucht hat, dass man auch die kurzfristigen Schulungen einberaumt hat und dass man somit versucht, die Dozenten irgendwie auch weiterhin zum Einsatz zu bringen. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Was aber sehr hilft, und das kann ich allen nur ans Herz legen, nutzt irgendwie die Möglichkeit, Austauschforen zu schaffen, sei es eine WhatsApp-Gruppe, sei es ein Forum in irgendeiner Lernplattform, was auch immer ihr für Möglichkeiten seht oder was auch immer für Möglichkeiten da sind. Das hilft hier bei uns gerade extrem, über Chatforen, über Austauschforen, einfach den Austausch zwischen den Dozenten zu schaffen. Und jeder ist in der aktuellen Situation gerne bereit, Tipps zu geben, Hilfestellung zu leisten, und das zu erfahren, ist eine tolle Sache, ja, die mich auch stolz macht, dass man sieht, wie die Leute untereinander sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ja. Ich sehe, wir sind leider schon über die Zeit und es gibt noch super viele Fragen, die hier im Chat auftauchen. Also insbesondere auch natürlich die Frage zur Preisgestaltung, wird wahrscheinlich irgendwie sehr viele Teilnehmer auch interessieren. Ich weiß nicht, willst du noch ganz kurz ein Schlusswort dazu sprechen oder dann würde ich ansonsten zum nächsten Redner weitergeben? Genau, also ich kann noch gucken, also ich versuche die Fragen das auch noch ein bisschen hier nachzuverfolgen. Ja, genau. Dass ich sonst im Chat noch ein, zwei vielleicht kurz beantworte. Aber insgesamt muss man natürlich einfach gucken, welches Tool ist für einen am besten geeignet. Jedes der Tools hat unterschiedliche Preisgestaltung. Man kann Schullizenzen mit mehreren Accounts sich holen, man kann Einzellizenzen, man muss gucken, macht man es überhaupt als Anbieter oder haben die Dozenten vielleicht eh schon eigene Accounts, die sie nutzen können. Auch da muss man ja wieder gucken, was
den festangestellten Dozenten ist klar, wie man damit umgehen kann. Bei Freien muss man aber auch ganz genau gucken, was darf man vorgeben, was, wo muss man vorsichtig sein. Da muss man auch immer aufpassen. Und bei der Preisgestaltung gegenüber dem Kunden, das ist ein Thema, das sicherlich nicht von heute auf morgen diskutiert ist. Also wenn wir hier merken, wir müssen zukünftig weiter darauf bauen, die Online-Kurse umzusetzen, dann müssen wir uns bei der Preisgestaltung alle Gedanken machen und da muss die Konkurrenz, also da muss nicht die Konkurrenz, sondern da muss die Gemeinschaft mal gucken, wie man sich da aufstellt. Ja. Ist eine Herausforderung. Ganz genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ich bin auch weiterhin die nächsten Minuten gerne noch dabei, bis zum Ende auf jeden Fall. Und ich gucke gerne, dass ich da noch ein, zwei Fragen über den Chat vielleicht beantworte, sofern das jetzt gerade möglich ist. Super, vielen Dank, Sven, für deine Perspektive und deine ganzen Einsichten. Und genau, wir freuen uns darauf, wenn du weiter im Chat noch aktiv bist. Und ich würde dann gleich zurückgeben zu Gabriel, der die nächste Rednerin vorstellen wird. Ja, wir machen weiter mit unserer dritten Rednerin. Und zwar haben wir wieder hier einen Beitrag aus der Vogelperspektive. Wir haben die Geschäftsführerin von LTAP, English Language Teachers Association Berlin-Brandenburg. Und das ist die Sarah Brown, die einfach darüber erzählen kann, wie ihre Englischlehrer in Berlin und Brandenburg mit der ganzen Situation umgehen, was es da für Lösungen gibt. Und ja, herzlich willkommen, Sarah. Sarah, du bist noch auf stumm, also einmal auf das Mikro anmachen. Ja. Jetzt geht das? Jetzt geht, super. Okay, ja, danke Gabriel und Sebastian und Expolingua. Nochmal, ich bin Sarah Brown und ich bin die Vorgesetzte des Englischlehrervereins Berlin und Brandenburgs. Und ja, das heißt LTAP, English Language Teachers Association of Berlin and Brandenburg, sehr lang. Und wir sind ungefähr 200 Mitglieder von freiberuflicher und angestellte Englischlehrer, die in Universitäten, Sprachschulen und auch in Firmen Businessunterricht arbeiten, Business English Unterricht geben. Genau, und wir sind unser Verein ist eine hauptsächlich für Weiterbildung und Networking. Und sage ich erstmal, dass ich keine Expertin bin und kann nur mitteilen, was ich in die letzten Wochen persönlich und auch mit meinem Verein erlebt habe. Und auch, dass ich sehr nervös bin. Ich habe nie sowas mit so vielen Leuten gemacht. Also bitte Geduld haben, auch mit meinem Deutsch. Und wenn etwas nicht klar oder deutlich war, dann bitte nachher an dieser Frage fragen dann. Ja, ich werde kurz von zwei Aspekten reden, das uns hauptsächlich als Trainer und die Sprachlehrerin gerade betrifft. Und das ist die finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und auch jetzt alle unsere Services online zu machen. Genau, also als erstes, wir haben nicht erwartet, die erwartete Arbeit und Kurse, dass wir dachten, dass wir in die nächsten Wochen und Monate haben würden, ist nicht mehr da. Oder es ist ganz anderes. Zum Beispiel, ich habe von einer Woche nach den anderen, würde 70% von all meiner Arbeit einfach abgesagt erstmal. Jetzt ändert sich das langsam mit kreativen und neuen so Lösungen. Und genau. Aber das ist die Situation, wo wir sind. Und zum Glück sind wir in Deutschland und es gibt Möglichkeiten für diese gerade jetzt nächsten Wochen und Monaten finanzielle Unterstützung zu bekommen. Wie vielleicht ihr alle schon auch wisst und auch recherchiert habt, es gibt für Angestellte die Kurzarbeitgeldmöglichkeit. Und jetzt seit kurzem für Freiberufliche die Soforthilfepaket 2. Und das ändert sich alles so total schnell, täglich. Und für uns als eine Verein, wir recherchieren viel und fragen nach. Also es heißt eigentlich Fragen, Fragen, Fragen. Leute, die das machen, fragen, ob sie Erfolg hatten und auch beantragen. Weil später kommen die Größe, also für mich persönlich auch in meinem Business, wie ich meine Services später online neue
so neue Services geben werde. Aber erstmal muss ich an diese Wochen und Monate anpassen sozusagen und habe auch für diese Unterstützung beantragt. Also erstmal die Unterstützung benutzen und dann auch fragen Leute, die Erfolg hatten, die das gemacht haben, dass man das alles machen eigentlich jetzt. Okay, dann zweitens ist, es ist nicht so einfach von heute bis morgen, dass alles wie vorher jetzt online läuft. Online zu sein ist ein Prozess und ein Transition. Ich habe erlebt, dass jede von meinen Klienten und Kunden ganz anderes sind und alle haben verschiedene Wünsche. Also die jetzt von so Face-to-Face-Training zur Online-Training gehen, ganz anderes sind und andere Wünsche haben und auch andere technische Bedürfnisse haben. Und ich muss ganz flexibel sein, ganz kreativ sein. Und das heißt, flexibel auf verschiedene Plattformen zu sein auch und auch andere Plattformen zu mischen. Zum Beispiel, ich brauche für meine Unterrichte jetzt online, brauche ich mindestens, also online oder digital sozusagen, brauche ich mindestens eine Audio-Verbindung und auch etwas mit Text. Das heißt, ich könnte vielleicht mit einem Klient mit Skype und dann auch Google Docs sein gleichzeitig. Oder ein Klient, die können eine Firma, die dürfen gar kein Zoom oder außerliche Videoconference-Technologie benutzen. Und mit denen habe ich Telefonunterrichte und dann texte ich gleichzeitig mit den Leuten, dass ich dann Worte schreiben kann. Also ja, kreativ, flexibel und auch langsam bequem an diese verschiedenen Plattformen zu sein, ist das Hauptziel gerade. Erfolg mit den online-digitalen Prozess und Transition, was unsere Verein letzte Woche gemacht hat. Wir hatten 2 oder 3 Tage, dass wir Zoom-Übung-Meetings hatten und wir waren ja 5 bis 10 Leuten, also Lehre, halbe Stunde bis eine Stunde, die einfach so rumgespielt haben und alles ausgetestet haben. Und das würde ich total empfehlen, auch für alle eure, wenn ihr eine Sprachschule sind, das zu leiten sozusagen oder diese Möglichkeit geben an den Lehrer. Ja, das war's von mir erstmal und ich hoffe, ja, wenn ihr Fragen habt, dass ich die beantworten kann. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank, Sarah. Und jetzt kommen wir zur Fragerunde. Ein paar Kommentare habe ich hier schon gesehen an dich, aber Fragen gab es noch nicht. Also jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen an Sarah zu stellen. So, wie sollen die Preise beim Online-Gruppenunterricht gestaltet werden? Dürfen sie gleich wie die im Präsenzunterricht sein? Auf jeden Fall. Gar kein Pfennig weniger. Punkt. Es ist, also, obwohl man nicht mehr da ist, es gibt die gleiche Vorbereitung oder sogar mehr und andere. Also, ich würde sagen, bitte alle, nicht alle Sprachschulen, nicht die Preise runterlassen kommen, wegen Konkurrenz gerade. Also, es ist das gleiche Service, nur online letztendlich. Also, ich würde Nein sagen und ich ändere nichts gerade und ich, ja. Und ich überlege, ob von anderen Kollegen, ja, das würde ich sagen. Bitte nicht die Preise runterdrücken, denn das affektiert uns alle. So, wen haben wir noch? Wir haben hier einiges an Zustimmung. Gibt es noch Fragen an Sarah? Which of the alternative approaches and tools do you personally find to be the most effective? Hi Ian. Zoom. Ich antworte noch einmal auf Deutsch. Ich bevorzuge online Zoom oder Skype. Es ist für mich eigentlich egal. Mit Gruppen Zoom und einzeln, ja,
ist Zoom oder Skype. Und dann, ich liebe Google Docs. Das ist jetzt mein Tafel, das ich benutze. Und man kann es gleichzeitig sehen. Ich schreibe rein, der Student kann auch rein gucken. Ich kann auch Aktivitäten vorher auf diesem Dokument herstellen, so fill in the gap oder so mit Wortschatz zu üben. Und und funktioniert ganz gut. Und ich habe das schon im normalen Unterricht benutzt und merke, es funktioniert total gut, dass wir uns ja nicht im gleichen Raum sind, aber es ist wie ein Tafel, dass wir beide draufschreiben könnten. Ja, auch WhatsApp, weil man kann auch diesen Audio-Nachrichten lassen und alle möglichen. Aber dann muss man mit Datenschutz gucken, wenn es mit einer Firma ist, ob man dann alle die persönlichen Nummern von den Mitarbeitern bekommen, also nachfragen kann. Ja, das würde ich sagen. Und dann die letzte Frage und dann gehen wir zum nächsten Referenten. Welches ist die empfohlene höchste Teilnehmerzahl für einen Live-Online-Kurs? Ja, gute Frage. Also ich habe alles gehört. Ich habe sogar von jemandem in Asien, der so einen Unterricht mit so 200 Teilnehmer oder so. Also das würde ich nicht gerne die Lehrerin sein, aber ich glaube, weil es die digitale Möglichkeit gibt, ganz viele Leute in einem Meetingraum zu sein. Ich finde, das ist ähnlich wie es in einem Classroom sein würde, weil die Lehrerin muss dann ausdenken, Möglichkeiten für diese Gruppen zu machen, weil in Zoom zum Beispiel kann man, wie heißt das nochmal, Breakout Rooms machen und man kann letztendlich das ähnlich, wie man in einem Classroom macht. Also ich würde sagen, was man im Unterricht machen kann, kann man auch online machen. Ja. Super, vielen Dank, Sarah. Wenn du noch ein Stück hier bleibst, dann kannst du vielleicht direkte Fragen über den Chat beantworten. Ansonsten würden wir auch deine Kontaktdaten dann weitergeben, wenn das in Ordnung ist, damit die Leute direkt kontaktieren können. Super, dann vielen Dank und dann kommen wir zum nächsten Referenten und den wird wieder der Sebastian Schattenmann vorstellen. Und Sebastian, auch du musst genau auf dein Mikro anmachen. Jetzt ist es Okay, aber ich bin, glaube ich, jetzt schon zu hören, hoffentlich. Ja. Vielen Dank, Sarah, nochmal. Und wir kommen super gern zum nächsten Referenten. Das ist die Lilian Ong, die Gründerin und Geschäftsführerin des Sprachinstituts Berlin. Das ist eine mittlerweile schon sehr etablierte Sprachschule in Berlin. Und sie haben meines Wissens auch schon ganz interessante Sachen mit Implementierung von Online-Tools jetzt gemacht, gerade in der gegenwärtigen Situation. Und können wir vielleicht ein bisschen spezifische Einblicke auch geben, so was da die speziellen Herausforderungen sind, was gut gelaufen ist und so weiter etc. Ich freue mich auf den Beitrag von der Lilian. Vielen lieben Dank, Sebastian. Ich glaube, ich habe hier den Blickpunkt einfach von der ein bisschen kleineren Sprachschule. Wir sind kleiner als Karl Duisburg definitiv. Wir haben einen Standort hier in Berlin. Das Sprachinstitut Berlin war vorher spezialisiert auf Präsenzkurse für Deutsch und Englisch als Fremdsprache, im Speziellen für den wirtschaftlichen Bereich beziehungsweise ab B2 für den beruflichen Bereich. Das heißt, wir sind da für die Teilnehmer einfach noch spezieller darauf eingegangen, damit sie sich wirklich auch für ihre berufliche Entwicklung weiterbilden können. Und für uns hat sich das mit Corona so ein bisschen angefühlt wie ein großer Tsunami. Meine Geschäftspartnerin und ich, wir standen sozusagen am Strand und wir haben so ein bisschen zugeschaut, wie das Wasser weggedriftet ist und haben das aus der Ferne beobachtet und haben uns auch schon überlegt, na gut, wenn jetzt ein Tsunami kommen könnte, in welche Richtung können wir denn gehen? Haben uns Tools überlegt, wie wir das Ganze online schalten könnten, was Möglichkeiten wären, die wir tun können, aber waren da noch nicht so ganz aktiv. Und das Interessante oder Lustige ist, wir hatten tatsächlich ein Strategie-Meeting mit Netzbekannt am Donnerstag, dem 12. März.
Und das war so ein kleines Wachrütteln. Das war so ein bisschen so, als ob Gabriel von Netzbekannt und auch Jascha von Netzbekannt uns gesagt haben, da kommt gleich ein Tsunami. Warum lauft ihr nicht los? Und dann haben wir das also gemacht und sind losgelaufen und haben geschaut, gut, was können wir tun? Und haben dann sofort auch am Freitag direkt das erste Teacher-Training für unsere Lehrer angeboten. Das ging von da an dann zweimal am Tag. Wir haben unser Team zusammengerauft, haben das gesamte Wochenende durchgearbeitet, weil ja dann auch am Freitag klar wurde, okay, die Schulen werden am Montag, den 16. März, geschlossen. Und ja, haben dann einfach das gesamte Wochenende wirklich durchgeackert mit Vormittags, Nachmittags, Teacher-Trainings, eins nach dem anderen, haben PDFs erstellt, how to do an Online-Class und solche Sachen für die Teilnehmer auch, wie sie sich einloggen, Info-E-Mails kreiert und haben glücklicherweise einen sehr guten Zusammenhalt im Team gehabt. Und haben da wirklich das durchgerockt, dass dann am Dienstag auch unsere komplette Sprachschule online gegangen ist, was natürlich sehr viel Arbeit war. Aber es hat gut funktioniert. Es war dann so, dass natürlich, wie es eben auch erwähnt wurde, einige Lehrer nicht das entsprechende Hardware hatten und auch einige Teilnehmer nicht die entsprechenden Hilfsmittel hatten, um unseren Online-Kursen dann beizutreten, um da teilzunehmen. Wir waren dann ganz, ganz proaktiv und haben dann einfach den Lehrern gesagt, gut, ihr könnt weiterhin von der Schule unterrichten, jeder Lehrer wird in einen Raum gesetzt. Wir haben unsere PCs abgebaut, in die Räume verlegt, haben ihnen unser Internet gegeben, dass sie dann von dort aus weiter unterrichten können, haben Kameras besorgt, damit sie dann entsprechend den Unterricht nehmen können, haben die Lehrer begleitet, standen sozusagen neben dem Lehrer, haben mit dem Lehrer zusammen erstmal eine halbe Stunde geschaut, können wir euch hier unterstützen? Und da hat das Team wirklich super zusammengehalten. Und wie eben auch gesagt wurde, ein WhatsApp-Chat, die Lehrer haben sich selber zusammengefügt, haben sich selber gegenseitig unterstützt, haben sich untereinander geholfen, wie in so einem kleinen Buddy-System sozusagen. Jemand, der schon ein bisschen besser damit klarkam, hat den Lehrern geholfen, die halt noch ein bisschen geschwächelt haben. Und wir haben dann aber sofort auch den Lehrern wirklich gesagt, kauft euch eure Hardware. Geht in die Geschäfte, solange die Geschäfte noch offen sind, geht raus, besorgt euch, was ihr braucht, damit ihr im Internet dann, wenn ihr nicht mehr raus könnt, entsprechend den Online-Unterricht fortführen könnt. Und das hat glücklicherweise auch geklappt. Wir mussten uns von keinem einzigen unserer Lehrer trennen. Sie sind alle mitgekommen, alle konnten jetzt weiter noch ihre Online-Kurse mitmachen und es hat super funktioniert. Unsere größte Herausforderung aktuell ist eine andere. Wir sind eine Sprachschule, wo wir ja so ein kleines Familienverhältnis haben. Uns ist es sehr wichtig, den Lehrern zuzuhören, zu schauen, was sie brauchen, wie es ihnen geht, wie wir sie noch weiter unterstützen können, damit sie entsprechend guten Unterricht auch bieten können. Und das machen wir genauso mit den Teilnehmern. Wir finden sehr gerne Individuallösungen für Teilnehmer, wenn sie Schwierigkeiten haben, eine Sprache zu lernen und unterstützen die Teilnehmer da entsprechend. Und wir merken, dadurch, dass wir jetzt online sind, die Teilnehmer haben zwar noch den Kontakt zu den Lehrern, aber sie verlieren den Kontakt zu uns als Sprachschule. Und die Persönlichkeit fehlt so ein bisschen. Und da arbeiten wir aktuell daran, damit das besser wird und damit wir wieder den Zugang auch zu unseren Teilnehmern finden. Wir haben mittlerweile unsere Kundenberatung auch online gestellt. Das heißt, also unsere Kundenberater sind jetzt auch per Videochat erreichbar. Wir haben eine Telefonhotline auch für unsere Lehrer. Wenn die Lehrer technische Schwierigkeiten haben, wenn sie Fragen haben, dann haben sie eine spezielle Hotline, die sie anrufen, wo dann auch jemand erreichbar ist, der sich dann remote auf den Desktop des Lehrers hinzuschalten kann und dem Lehrer helfen kann, damit da auch weiterhin alles reibungslos funktioniert. Es ist eine große Herausforderung mit einem sehr kleinen Team, aber es macht auch unglaublich viel Spaß zu sehen, wie alle zusammenhalten und wie alle zusammenwachsen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was noch weiter passiert. Es ist eine gigantische Herausforderung, die wir alle meistern müssen. Und bezüglich der Preise und was vorher gesagt wurde, bin ich der gleichen Meinung. Ich finde, es ist wichtig, auch den Teilnehmern zu zeigen, dass wir es schaffen, online die gleiche Dienstleistung auch zu erbringen, die wir offline erbringen. Ich glaube, das war es eigentlich so von meiner Seite. Wenn es noch Fragen gibt.
Ja, vielen Dank, Lilian. Ich gucke gerade in den Chats. Jetzt im Augenblick gerade sehe ich keine Frage direkt. Du kannst auch gerne in den Chat selbst reingucken. Du siehst das vielleicht auch. Ja, zum Beispiel, da gibt es die Frage, nach der Gruppengröße, welche Gruppengröße ist bei euch sozusagen irgendwie die Standardgröße? Wir haben glücklicherweise eine Sprachschule, wo wir sowieso sehr kleine Gruppen haben. Das heißt, wir haben maximal 8 Teilnehmer in unseren Gruppen und das lässt sich online wirklich sehr gut umsetzen. Wie gesagt, auch wie eben auch erwähnt, mit den Breakout-Rooms gibt es da super Möglichkeiten, auch weiterhin Gruppenarbeiten zu machen. Wir machen auch weiterhin Schulungen mit unseren Lehrern, um ihnen zu zeigen, wie sie trotz Online-Unterricht den Unterricht weiterhin interaktiv gestalten können. Man ja, kennt das so schön von dem Offline-Unterricht, dass die Teilnehmer dann auch aufstehen müssen, sich im Raum bewegen müssen, mit verschiedenen Spielen agieren. Und das geht online genauso. Man kann genauso die Teilnehmer aufstehen lassen. Man kann, keine Ahnung, noch andere Utensilien nutzen, die die Teilnehmer dann aus ihrer Wohnung holen müssen, etc. Und da muss man einfach ein bisschen umdenken, kreativ sein. Und da ist es wichtig, dass die Lehrer untereinander ihre Ideen teilen. Und auch wirklich sagen, okay, was hat gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert. Einer meiner Lehrer zum Beispiel spielt jetzt sehr häufig mit seinem Kurs Pictionary. Das heißt, Montagsmaler funktioniert super auf dem Whiteboard, dass die Teilnehmer da drauf rummalen, die anderen Teilnehmer raten müssen. Teilweise wird dann auch im Chat geraten oder so. Also man kann sehr interaktiv arbeiten in den Online-Kursen. Man muss nur rausfinden, was ist für einen selber das Richtige. Ja, vielen Dank. Das war super, genau, super interessantes sozusagen Zusammenfassung auch nochmal wirklich, wie sehr also innovativ und kreativ man sozusagen mit der Situation auch umgehen muss und auch kann. Es gibt jetzt wahnsinnig viele Fragen im Chat natürlich jetzt konkret. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche ich auswählen soll. Also es gibt zum Beispiel irgendwie die Frage, speziellere Fragen wie zum Beispiel nach Gruppenwechsel vormittags, nachmittags, wie das online aussieht, wieder auch die Fragen, was für Tools natürlich präferiert werden von euch und wahrscheinlich auch insbesondere, wie die Gestaltung ist der Tools auch sozusagen jetzt einheitlich für die Schule, werden wahrscheinlich verschiedene Lehrer werden sozusagen das bevorzugen, andere werden das bevorzugen, wie man das eigentlich einheitlich organisieren kann. Ja, wie man Online-Unterricht mit Präsenzunterricht kombinieren kann, all die großen Fragen. Vielleicht noch, ja, okay. Was du diese Stichworte. Ja. Okay, lass mich kurz überlegen. Also, wir haben uns für das Tool ebenfalls auf Zoom entschieden, was einfach für die Gruppengröße mit 8 Teilnehmern meiner Meinung nach wichtig ist, sind diese Breakout-Rooms. Wir haben relativ lange Kurse, das heißt, unsere Kurse sind 3 Stunden am Stück. Und wenn es ein 3 Stunden Gruppenkurs ist, dann kann man von dem Lehrer nicht erwarten, dass er die ganze Zeit Frontalunterricht macht und dann auch gleichzeitig von dem Teilnehmer erwarten, dass er am Ende des Unterrichts noch wach ist. Das heißt, man braucht eine Interaktion und dafür sind diese Breakout-Rooms einfach sehr gut und super. Eben wurde Datenschutz angesprochen. Datenschutz ist natürlich sehr schwierig. Bei uns ist es wirklich so, wir erstellen die Meetings bei uns alle selber. Wir verschicken die Zugänge an die Teilnehmer. Die Teilnehmer brauchen keinen Login. Die Teilnehmer brauchen wirklich nichts, sondern klicken einfach nur auf den Link, kommen somit rein, können dann entweder einen Fantasienamen eintragen oder ihren eigenen Namen. Aber so ist es dann wirklich, damit wir keine Kundendaten auch an Zoom weitergeben. Man muss natürlich dann trotzdem schauen, dass man entsprechend das auch organisiert bekommt, weil es unglaublich viel zu organisieren ist. Mhm. Vielleicht, wenn ich noch eine Frage auswählen kann, speziell jetzt, fragt jemand, was haben Sie mit den Schülern gemacht, die auf keinen Fall online weitermachen wollten? Haben diese einen Gutschein erhalten? Da greife ich auf das zurück, was vorher gesagt wurde, es ist sehr, sehr wichtig, Individuallösungen zu finden. Und unsere Sprachschule ist da glücklicherweise sehr gut drin, Individuallösungen zu finden. Es ist sehr wichtig, den Teilnehmern zuzuhören. Wo liegt genau das Problem? Was genau brauchen sie? Und weswegen möchten sie diese Online-Kurse nicht haben? Und dann entsprechend zu schauen, wie geht es dann weiter? Wie gesagt, wir hatten diese kurze Periode, wo die Sprachschule an sich für Publikumsverkehr geschlossen war, wo man aber noch zur Arbeit gehen durfte und wo letztendlich auch noch Geschäfte geöffnet waren etc.
Und wir konnten da auch den Teilnehmern ermöglichen, zur Sprachschule zu gehen und am Unterricht teilzunehmen, in einem separaten Raum, von dem Lehrer komplett separiert, mhm, und den Teilnehmer da zu helfen und ihn zu unterstützen, weil viele Teilnehmer auch einfach Angst davor hatten, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen. Mhm. Es ist ja nicht immer nur, dass sie einfach nur nicht wollen, sondern manchmal liegen da ja auch, ja, andere Dinge hinter. Und da muss man rausfinden, woran genau liegt es und wie kann ich für diese Person eine andere Lösung finden. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Das ist auch die große Herausforderung, mit der wir aktuell noch kämpfen, weil es natürlich dann so unglaublich viele Individuallösungen sind momentan. Und das entsprechend abzuarbeiten, braucht sehr viel Manpower, sehr viel Zeit und unglaublich viel Geduld. Also wir merken auch, dass wir jetzt andere Herausforderungen hatten als vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen, die Teilnehmer waren sehr offen, auf Online-Kurse zu wechseln. Sie wollten wechseln, sie haben sich gefreut, dass wir etwas anderes für sie angeboten haben. Sie waren super zufrieden. Die Teilnehmer jetzt, die einen neuen Kurs anfangen, da merkt man, die sitzen schon ein bisschen länger zu Hause, die sind schon ein bisschen genervter von ihrem Umfeld. Die fühlen sich auch schon so ein bisschen, als wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt, da muss man dann noch ein bisschen anders herantreten und noch ein bisschen feinfühliger sein. Und da ist es einfach das Wichtige, dass man ein offenes Ohr hat und dass man wirklich schaut, was für Möglichkeiten habe ich und was für Schwierigkeiten hat der Teilnehmer. Ja, vielen Dank, Lilian. Das war wirklich ein sehr interessanter Beitrag mit ganz verschiedenen Facetten und ja, sehr interessanten, auch detaillierten Bemerkungen. Vielen Dank. Und der Chat ist weiterhin offen. Natürlich ist weiterhin die Möglichkeit, auch mit Lilian und mit uns allen zu kommunizieren. Und ich gebe es nur aus Zeitgründen, glaube ich, zum nächsten Redner, damit wir auch dann am Ende noch ein bisschen für die Open Mic Session noch Zeit haben. Deswegen übergebe ich jetzt zurück an Gabriel, der die letzte Rednerin des Programms vorstellen wird. Und dann können wir die Open Mic Session auch starten. Genau, noch kurz Anmerkung zur Open Mic Session. Also am Ende haben nochmal alle Teilnehmer die Möglichkeit, für 2 Minuten ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Das soll auch eine Diskussion sein. Also keiner hat hier das absolute Top-Rezept und deswegen wollen wir einfach so viele Leute wie möglich, dass sie ihre Perspektiven teilen. Und direkt im Anschluss an unsere letzte Vortragende gleich gibt es eben die Möglichkeit. Also wenn Sie teilnehmen wollen, dann können Sie sich schon mal überlegen, was Sie in 2 Minuten erzählen möchten. Und nun kommen wir zu unserer nächsten Referentin. Und wir haben versucht, das Ganze so gemischt wie möglich zu haben, also aus allen möglichen Perspektiven. Und unsere nächste Rednerin ist Maria Dobrowolska. Sie ist schon immer online gewesen, also sie hat eine Online-Sprachschule für Deutsch, weiß entsprechend auch, wie man Online-Sprachkurse führt, aber auch, wie man Online-Sprachkurse vermarktet und verkauft. Und sie hat ebenfalls einen YouTube-Kanal Deutsch mit Maria mit über 200.000 Abonnenten. Ja, das Wort an dich, Maria. Dankeschön, Gabriel, und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich eine große Ehre, mal wieder meine Erfahrungen teilen zu dürfen. Und ich hoffe, Sie hassen mich jetzt nicht alle dafür, dass ich schon ich muss ein bisschen relativieren, nicht seit schon immer, sondern seit 4 Jahren bin ich online komplett und seit 4 Jahren mit dem YouTube-Kanal und seit 3 Jahren habe ich die passende Online-Schule dazu gemacht, also für Deutsch als Fremdsprache. Ich habe mir überlegt, was ich Ihnen und falls ich zufällig in das Plural von Duzen verfalle, bitte verzeiht mir oder verzeihen Sie mir, ich bin es tatsächlich gewohnt, mein Publikum zu duzen. Also, genau, ich versuche konstruktiv zu sein und ich versuche ein paar Tipps loszuwerden, ein paar Learnings vielleicht, die ich in den letzten 3-4 Jahren gesammelt habe. Dass die Situation furchtbar ist, dass sich alles ändert, das ist klar, das möchte ich auch nicht nochmal ausführen. Schauen wir mal, welche Tipps ich Ihnen geben kann aus meiner Erfahrung. Der wichtigste wahrscheinlich Tipp ist, online ist nicht gleich offline. Das klingt jetzt so banal, aber was ich damit meine ist, es ist nicht einfach, Offline-Lehrer, sage ich jetzt mal pauschal, auf online umzustellen und sie dann dazu zu bringen, die ganze Zeit nur via Kamera und so weiter zu unterrichten. Meine Erfahrung zeigt, dass es einfach Menschen gibt, die sind begnadete Lehrer, sie stehen im Klassenzimmer und fühlen sich pudelwohl und vor der Kamera schrumpfen sie um 10 Zentimeter, fühlen sich nicht wohl, können auch keinen vernünftigen Unterricht
machen. Das Geheimnis ist wahrscheinlich, dass man die Stärken des Teams, die Stärken der einzelnen Mitarbeiter wirklich nochmal ganz genau unter die Lupe nimmt und schaut, was können die? Stichwort asynchrones Lernen. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste, was ich gelernt habe. Es muss nicht alles live passieren. Das eigentliche Lernen, und das ist meine tiefe Überzeugung, passiert außerhalb der Live-Sessions. Das heißt, wir können inspirieren, wir können motivieren, wir können bestimmte Sachen erklären im Format von Sprechstunden vielleicht sozusagen. Aber ob es tatsächlich sinnvoll ist, stundenlang live zu referieren, sei dahingestellt. Vielleicht haben Sie Teilnehmer im Team oder Lehrer im Team, die wunderbar korrigieren können. Die können dann irgendwelche Hilfschats zum Beispiel veranstalten, wo Sie die Teilnehmer anders unterstützen. So verliert man keine Mitarbeiter, schaut, dass jeder wirklich glücklich ist mit dem, was er macht, ist vielleicht eine mögliche Lösung. Ich würde zudem nicht auf kurzfristige Lösungen setzen, sprich, wie stampfen wir jetzt über Nacht einen Online-Kurs aus dem Boden? Ich kann das, das ist jetzt kein Angeben, aber letzte Woche haben wir einen B2-Kurs für 4 Wochen, so eine Art Übungskurs gemacht, der natürlich nicht den ganzen Stoff von B2, also Deutsch als Fremdsprache, abdeckt. Aber wir haben uns überlegt, wie können wir die Leute beschäftigen, die jetzt eben zu Hause sitzen, ihnen fällt die Decke auf den Kopf, die Kinder machen sie wahnsinnig. Und so haben wir einen Kurs gemacht für 4 Wochen und haben, ich schätze mal, 250 Teilnehmer. Und bei uns ist es so, wir wissen, wie wir mit ihnen umgehen. Das heißt, wir mussten uns nicht über Nacht umstellen. Das ist der gewisse Luxus, auf den wir sozusagen zugearbeitet haben in den letzten Jahren. Würde ich niemandem empfehlen, der das erst seit kurzem macht. Es führt zu unzufriedenen Kunden, zu frustrierten Kunden, zu technischen Lösungen, die vielleicht nicht so optimal funktionieren. Also vielleicht lieber überlegen, was kann ich langfristig aus der Situation nutzen? Stichwort Krise als Chance. Also die Krise ist irgendwann vorbei, wir sind immer noch da. Was machen wir vielleicht anders als jetzt? Der nächste Tipp, weil ich im letzten Satz schon die Kinder erwähnt habe, die zu Hause sitzen und den Eltern auf den Keks gehen, und zwar richtig, je mehr, desto besser. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für die Kinder, die zu Hause bespaßt werden müssen, während die Eltern in einem Kurs sind, dass man vielleicht ein paar Videos für Kinder macht oder irgendein Material den Eltern zur Verfügung stellt, damit sie die Kinder bespaßen können. Vielleicht eine Idee. Der nächste Punkt ist, man sollte eigentlich in erster Linie mit den Emotionen der Leute umgehen. Und zwar sind hier damit auch wirklich nicht nur die Teilnehmer gemeint, sondern auch die Lehrer. Es herrscht allgemein eine, also wenn ich sage Unsicherheit, dann ist es wahrscheinlich untertrieben. Also die Menschen haben Angst, sie fühlen sich nicht wohl und so weiter. Das heißt, wenn wir mehr darauf setzen, wie könnten wir den Stoff am schnellsten durchbringen, weil uns ja quasi die Stunden und die Wochen der Kurse wegbrechen, wir sollten eher daran denken, wie können wir die Leute tatsächlich emotional abholen, wie können wir ihnen ein bisschen vielleicht diese ganzen negativen Gefühle abnehmen, dass wir mal einen Livestream machen und einfach etwas Positives erzählen, dass wir etwas mit Humor machen, dass wir vielleicht die Gelegenheit nutzen, unsere Social-Media-Accounts ein bisschen aufzupolieren und sie dann nicht nur zur Werbung von Kursen nutzen, sondern auch tatsächlich, um interaktiv mit den Followern in Kontakt zu treten, auch mit den Kursteilnehmern in Kontakt zu treten und einfach mal zu fragen, wie geht's euch überhaupt? Fällt euch auch die Decke auf den Kopf? Ach, apropos, das ist eine Redewendung. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Da sind wir schon mitten im Deutschunterricht. Das heißt, das fand ich auch sehr gut, dass Lilian gesagt hat, man sollte die häusliche Situation der Teilnehmer und auch der Lehrer mit einbeziehen. Das heißt, man sollte von ihrem Alltag ausgehen. Man sollte nicht versuchen, das klassische Klassenzimmer in die Wohnungen der Leute zu bringen. Das funktioniert nicht und das meinte ich mit online ist nicht gleich offline. Noch vor einem Jahr hat mir jemand bei einer Konferenz gesagt, so, ach so, du hast eine Online-Schule. Ich dachte, du hast eine richtige Schule. Und das war so etwas Enttäuschtes in dem Satz. Ich glaube, diesen Satz werde ich nach Corona nie wieder hören, weil wir einfach gelernt haben, dass es bestimmte Sachen gibt, die man wunderbar machen kann, während man online arbeitet, während man anders arbeitet als offline. Noch ein Stichpunkt vielleicht,
das ist den Leuten, den Kursteilnehmern, die Struktur zurückzugeben, die sie ja verlieren, wenn sie die ganze Zeit zu Hause sitzen, wenn ihr Alltag quasi zusammengebrochen ist und ja durch Kinder und sonstige Dinge ist einfach alles nicht mehr so wie früher. Man könnte mit Checklisten arbeiten, mit Wochenplänen, mit Strukturen, wo man vielleicht weniger Stoff vermittelt, aber einfach den Teilnehmern einen gewissen Halt wiedergibt. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, das waren die wichtigsten Gedanken, die ich hatte. Ich beantworte auch gerne Fragen und wenn ich und mein Team mit unserem Know-how irgendwie Ihnen und euch behilflich sein können, freue ich mich und bin offen für Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Maria. Und jetzt kommen wir auch zur Fragerunde. Und es gibt schon die erste Frage im Chat. Wie lange dauern die Kurse und wie lange pro Sitzung? Wie gesagt, wir arbeiten so gut wie nicht mit Live-Kursen. Das heißt, es gibt asynchrones Material, das die Leute in ihrem Tempo bearbeiten können. Wer nachts arbeiten oder wer nachts lernen möchte, kann das nachts machen. Wer tagsüber lernen möchte, macht das tagsüber. Das heißt, wir haben vereinzelte Live-Sessions, die zeichnen wir aber auch auf und somit sind wir eigentlich 100%ig flexibel, okay, 98% flexibel. Gibt es weitere Fragen? Gibt es? Benutzt du Online-Kursbücher? Wir kombinieren ganz verschiedene Materialien. Also wir arbeiten sehr gerne mit verschiedenen Verlagen und empfehlen passende Materialien, aber wir legen sehr großen Wert darauf, dass es einfach individuell ist. Man kann nicht, so wie jetzt in dem Kurs mit 250 Teilnehmern, ich kann nicht mit einem Buch arbeiten, weil sie alle vollkommen unterschiedliche Niveaus haben. Manche haben den B2-Kurs gerade angefangen, bei anderen wäre die Prüfung nächste Woche gewesen. Das heißt, ich muss sie alle irgendwie mitnehmen. Das heißt, wir arbeiten entweder mit bei uns erstellten Materialien oder empfehlen einfach querbeet alles Mögliche. Oder wir geben Tipps den Leuten, die ja schon zu Hause meistens haufenweise Bücher haben und zwingen sie nicht, ein bestimmtes Buch zu kaufen für den Kurs. Gibt es weitere Fragen an Maria? Warten wir ein bisschen. So, hier gibt es eine lange Frage. Einige Teilnehmer kommen in die Kurse, um die Sprache zu lernen und möchten auch soziale Kontakte bekommen. Dies dient der Kundenbindung, natürlich auch der guten Stimmung. Wie kann man bei einem Online-Kurs dieses Anliegen unterstützen? Okay, also solange man irgendwelche Gruppen benutzt, seien das Facebook-Gruppen oder WhatsApp oder was auch immer, oder Skype-Gruppen, solange man die Kursteilnehmer wirklich anregt, auch untereinander in Kontakt zu treten. Das meine ich mit asynchronem Lernen. Wenn Sie sich in kleinen Grüppchen in Skype treffen und irgendwelche Sachen besprechen, die für Sie aktuell sind, dann entstehen wirklich sehr produktive Kontakte, aber auch Freundschaften. Also ich habe Kursteilnehmer aus ganz verschiedenen Ländern, die sich in meinen Kursen getroffen haben und die sich dann irgendwann live getroffen haben und dann posten sie auf Facebook, wir haben uns bei Deutsch mit Maria kennengelernt und jetzt treffen wir uns endlich live. Also das ist schon spannend. Super. Das Niveau macht ihr auch A1. Was ist die Herausforderung? Wir machen kein A1, wir arbeiten mit B2 und höheren Niveaus. Also wir spezialisieren uns auf Prüfungsvorbereitung B2, C1, C2. Super, dann mache ich noch eine letzte Frage. Ich habe hier irgendwo was gesehen da. Wie organisieren Sie 250 Teilnehmer? Haben Sie eine Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen? Wie viele Teilnehmer treffen sich dann live? Ich befürchte, das würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Also ich könnte schon einiges erzählen. Es erfordert wahnsinnigen organisatorischen Aufwand, aber wenn es dann funktioniert, ist es richtig geil. Also 250 Leute, die produktiv miteinander lernen, ist nicht einfach zu organisieren, aber wir haben es hingekriegt. Aber es wäre jetzt zu lang auszuführen. Super, vielen Dank dir, Maria, für deinen Beitrag. Sehr gerne. Also auf jeden Fall, es gibt viele Chancen, viel Potenzial, auch für die Zukunft mit Online-Kursen, mit asynchronen Online-Kursen, wo man auch eben die Möglichkeit hat, dass der Lehrer nicht zum 200. Mal eine Grammatikregel erklärt, sondern eben einmal ein Video dazu aufnimmt und man sich das dann immer und immer wieder anschauen kann. Also ich habe hier auch schon ein paar Hinweise bekommen, dass viele sehen das hier als Chance, um auch neue Produkte auf den Markt zu bringen.
Ja, dann würden wir jetzt in die Open Mic Session rübergehen, vielleicht so circa 20 Minuten, je nachdem. Und jeder hat hier nochmal die Möglichkeit, in 2 Minuten einfach seine Perspektive vorzustellen. Und da würde ich dann Sebastian wieder zurück auf die Bühne bringen, der jetzt einfach kurz mal die Open Mic Session anmoderiert. Und dann haben Sie alle nochmal die Möglichkeit, kurz Ihre Erfahrung zu teilen. Genau, ja, willkommen zu unserer Open Mic Session jetzt am Ende. Wie gesagt, die Technik ist relativ einfach bei Zoom. Da gibt es da unten diesen Button Hand erheben, heißt das, glaube ich. Da gehen Sie einfach drauf und dann werden Sie von uns, also beziehungsweise von mir jetzt in diesem Fall aufgerufen. Und ich gucke jetzt schon mal rein, ob es schon einen gibt. Ja, hier sehe ich schon, glaube ich, eine. Wichtig ist, ich übergebe jetzt an unseren Techniker, der Timo, der macht das, wird das technisch für uns realisieren. Und wichtig ist, Sie sind also zu hören, aber nicht zu sehen und haben ungefähr 2 Minuten Zeit für Ihre Perspektive, Ihre Ideen, Ihre Vorschläge. Hallo, soll ich? Okay. Ja, die Patricia habe ich hier sozusagen. Okay, ich habe einfach nur auf den Bottom gedrückt und jetzt, hups, bin ich drin. Das war ja, das geht schon. Unerwartet. danke erstmal für die vielen Anregungen. Also ich habe schon relativ viel mitgenommen. Ich bin aus Dresden, aus einer kleinen Sprachschule mit vielleicht so in guten Zeiten 100 Schülern insgesamt. Und wir haben jetzt so die Erfahrung gemacht, dass wir innerhalb von einer Woche von Präsenzunterricht, ähnlich wie derjenige hier von der Karl-Duisberg-Center auf komplett Online-Unterricht umgestellt haben, per Zoom. Und das war eine heiße Phase, die nur zu bewältigen war, indem wir alle uns gegenseitig unterstützt haben, die da schon Firma waren und die keinen Plan hatten, so wie ich. Und wir haben das irgendwie hingekriegt. Und wir machen allerdings 4 bis 5 Stunden Präsenz und also Online-Unterricht am Stück, also 4 bis 5 Unterrichtseinheiten auf 45 Minuten. Also jetzt nicht dieses asynchrone Lernen, sondern präsent bei Zoom-Meetings. Und das funktioniert insgesamt ganz gut, kostet natürlich relativ viel Energie und auch ziemlich viel Vorbereitung, aber man hat doch relativ viele Optionen, die man da benutzen kann, also die Breakout-Sessions für Partner- und Gruppenarbeit. Man über Dokumente teilen eben mit Google Docs oder anderen Materialien. Man kann zusammen Videos gucken, man kann Whiteboard teilen und alles Mögliche machen und auch an der Tafel arbeiten, selbe, die hinter mir steht und die Kamera da drauf halten, um mal kleine Sachen anzuschreiben für A1-Kurse. Auch das funktioniert, kostet mehr Zeit, mehr Energie, aber es ist möglich. Also da würde ich jetzt mal sagen, auch das ist möglich. Also ich kann mir vorstellen, für 250 Leute eine reine Online-Schule mit asynchrom Lernen sozusagen, aber dieses synchrone Lernen funktioniert bislang auch ganz gut, aber wir haben natürlich erst einen Erfahrungsschatz von 2 Wochen. Also das wäre jetzt so meins, was ich dazu sagen kann. Können wir die 2 Minuten hier auch abbrechen sonst oder ab jetzt wird es Improvisation? Sebastian, du bist stumm geschaltet. Bin ich jetzt wieder zu hören? Hoffentlich. Ja, ja. Wunderbar. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sozusagen verstehe mich einfach als Moderator und würde die nächste Wortmeldung aufrufen. Im Augenblick sehe ich gerade keine. Das ist, wie gesagt, ganz einfach. Sie müssen einfach sozusagen unten hier auf die Hand erheben Funktion gehen. Und dann jetzt kommt, glaube ich, eine hier. Ich würde jetzt die aktivieren, die Dennis. Und der Timo wird sie dann freischalten. Dennis, kann ich jetzt nicht hören, gerade im Augenblick. Dann würde ich vielleicht einfach den nächsten wählen. Das wäre dann der Tim Keuschnick.
Moment. Scheint bei mir was gerade nicht zu funktionieren, aber ich bin gleich. Jetzt höre ich jemand auf jeden Fall. Ja, wir. Momentan habe ich offensichtlich gerade Probleme in der, mit der Technik. Jetzt könnte ich eventuell gerade die Denise aufgerufen haben. Klappt das jetzt? Okay, vielleicht gebe ich mal ganz kurz an den Gabriel. Vielleicht, wenn du mich hörst, kannst du ganz kurz übernehmen, weil bei mir scheint es gerade ein technisches Problem zu geben. Ja, also theoretisch funktioniert es. Also die Person, die gerade dran ist, muss dann auch unten auf Stumm schalten, links unten auf Stumm schalten ausmachen. Wir haben jetzt auch die beiden Teilnehmer. Da kann auch einer von beiden anfangen. Dennis und Tim. Wer möchte starten? Ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Okay. Ja. Ich hatte die Kopfhörer drin, deshalb wahrscheinlich. Hallo, ich bin Dennis von Feinsprecher. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für die sehr, sehr spannenden Beiträge. Vielleicht ganz kurz aus meiner Perspektive. Ich bin eine Minisprachschule, könnte man sagen, also auch ein Ein-Frau-Unternehmen mit Honorarkräften, mit Honorarlehrern. Wir sind gerade dabei, auf online umzustellen. Wir haben vielleicht auch ein paar Vorteile. Ich hoffe es auf jeden Fall. Allerdings auch Nachteile, darauf würde ich gleich ganz kurz zu sprechen kommen. Der Vorteil ist, wir benutzen eigenes Material, was wir von vornherein erstellen, was digital uns zur Verfügung steht und dann auch wir den Teilnehmern digital zur Verfügung stellen können. Ich hoffe, dass das für uns ein Vorteil ist, sodass wir nicht erstmal Material digitalisieren müssen oder neues Material erstellen müssen. Da bin ich erstmal sehr dankbar für. Allerdings ist es bei uns so, dass wir ja integrierte Kochsessions haben, also eine kulinarische Komponente in unseren, in unserem Unterricht. Und das ist im Moment eine Herausforderung, wie wir das umsetzen. Vermutlich machen wir das per Kochvideos. Ich bin im Gespräch mit einem Kamerateam. Das war sowieso mal angedacht und jetzt ist vielleicht genau die Zeit dafür gekommen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Allerdings sehe ich hier bei mir in der Preisgestaltung aufgrund dessen Probleme, genau bei dem Preis zu bleiben, also bei dem Preis für die Teilnehmer, weil ja die Kosten zum Beispiel für die Getränke und für die Speisen auf die Teilnehmer quasi umgewälzt werden. Also ich würde gerne solidarisch bleiben mit allen anderen Sprachschulen auch und nichts an meinem Preis ändern, aber ich sehe, dass bei mir nicht und ich hoffe, dass alle Nachsicht haben und werde auch dankbar nochmal für ein Feedback vielleicht von einem mit anderen. Ja, vielen Dank. Das Problem kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach den nächsten Beitragenden aufrufen, aber es gibt dann die Möglichkeit, sich per Handmeldung nochmal genau dazu zu äußern auch. Das wäre der Tim jetzt. Ja. Hallo? Ja. Hört ihr mich? Ja. Ich bin aber nicht Tim, ich bin Kerstin Keuschnick. Mein Sohn hat leider meinen Laptop benutzt, deswegen habt ihr ihn jetzt. Kein Problem. Kerstin Keuschnick aus Wien. Ich leite hier ein großes Sprachinstitut. Wir trainieren hauptsächlich in Unternehmen, haben jetzt, sagen wir mal, 50-60% online umstellen können. Wir sind hauptsächlich face-to-face unterwegs. Meine Frage eigentlich in die Runde wäre, gibt es irgendwo professionelle Unterstützung, die Online-Training, Weiterbildung für Trainer anbieten, wo wir sagen können, okay, außer jetzt aus den eigenen Reihen das zu tun, wie trainiere ich am besten online? Was sind da die besten didaktischen Methoden? Und wo findet ihr das beste Material für Online-Trainings? Das wollte ich aber mal in die Runde stellen. Genau, Antworten darauf vielleicht am besten im Chat selbst. Ja. Und ich würde vielleicht den nächsten aufrufen. Das war, glaube ich, in meiner Liste war das, glaube ich, die Stefanie Mock. Ist die noch aktuell als Wortmeldung? Ja, genau. Dann werde ich sie gleich mal einschalten.
Ja, hallo, können Sie mich hören? Ja. Ja, prima. Mein Name ist Stefanie Mock. Ich bin in Berlin und habe hier mit meinem Kollegen David Stops zusammen, ich habe vorhin schon mal im Chat geschrieben, ein kleines Bildungsinstitut und wir bieten Weiterbildungen für Lehrpersonen an. In erster Linie im Bereich Deutsch als Zweitsprache, aber auch fachübergreifend Methodenworkshops und im Moment ganz aktuell, deswegen habe ich mich jetzt auch hier gleich nochmal gerührt, Online-Tutorials für Lehrkräfte, die jetzt also ganz frisch quasi mit Online-Unterricht einsteigen oder nochmal Unterstützung brauchen. Einmal technisch, wir haben das für Zoom entwickelt, aber wir machen das inzwischen eben auch so ganz wichtig, dass wir in kleinen Gruppen Online-Tutorials und Best-Practice-Tutorials anbieten, wo also bis zu maximal 6 Teilnehmende sich ausprobieren dürfen. Also quasi nach dem Motto, einmal am Tag blamieren stärkt den Charakter. Das heißt, jeder darf also probieren und in diesen kleinen Gruppen ist das prima möglich. Also wir haben damit ganz gute Erfolge im Moment, weil die Lehrkräfte eben diese Methodenwerkzeuge direkt ausprobieren können und dann, wenn sie das möchten, auch gerne nochmal quasi Einzelcoaching buchen können. Aber diese Kleingruppen sind eigentlich schon super, weil da ganz viel passiert und weil da alle entweder was Neues lernen oder eben einfach auch üben können, sodass der Unterricht dann auch online ganz kreativ gestaltet werden kann. Ich würde jetzt in den Chat einfach nochmal die Internetadresse schreiben und wer da Kontakt aufnehmen möchte, sehr gerne. Danke. Ja, vielen Dank. Ich sehe eine weitere Meldung. Sebastian Ernst haben wir. Genau. So, einmal das Mikro anmachen. Ja, hallo. Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian von Easy Sprachreisen. Wir sind Familiensprachreiseveranstalter, also machen Sprachreisen für Eltern und Kinder. Und ich wollte nur noch einen kurzen Hinweis geben, hauptsächlich ist der für Sprachreiseveranstalter oder andere, die von den Reisegutscheinen betroffen sind. Es ist diese Lösung jetzt vorgeschlagen, aber jeder Reiseveranstalter sollte beachten, wenn die Gutscheine nicht bis Ende 2021 eingelöst werden, ist der Veranstalter verpflichtet, den Reisepreis zu erstatten. Außerdem gibt es auch Härtefälle-Klauseln. Und ich glaube, in der jetzigen Situation ist fast jeder ein Härtefall. Also zu viel Hoffnung sollte man sich mit den Reisegutscheinen als Veranstalter da auch nicht machen. Nur als Hinweis nochmal. Vielen Dank. Vielleicht machen wir noch ein, zwei und dann beenden wir insgesamt die Veranstaltung. Gibt es noch jemanden, der eine Wortmeldung hat? Einmal die Hand heben. Eine Person haben wir, Stefania und Ian. Dann fangen wir mal an mit Stefania. Hallo. Ja, Stefania, Italienische Werkstatt, Berlin. Hallo. Ja, also es war eine große Umstellung. Seit 2 Wochen sind wir auch online. Wobei es war nicht so ganz so ein Zwang für alle Schüler. Ich habe es einfach angeboten, wie er es wollte. Haben wir so extra Gruppen angeboten. Und ich muss sagen, so ungefähr 30% haben sich freiwillig dafür entschieden. Ich finde, so ein bisschen zu wenig, aber okay, jetzt läuft's und wir haben verschiedene Gruppen. Wir haben mindestens 5, 6 Gruppen und verschiedene Einzelschüler. Ich glaube, das wird auch wachsen. Die Frage ist, also gleichzeitig habe ich auch neue Kurse angeboten, um die Kurse zu ersetzen, die sowieso geplant waren für März. Und für diese neue Kurse, natürlich als Online-Kurse, hat sich keiner gemeldet. Also das neue Publikum scheint nicht da zu sein. Also das heißt, die Sorge sind nicht meine Schüler. Ich glaube, die werden, wenn die Lage sich nicht verändert, ich glaube, die werden die alten Schüler früher oder später dann doch in die Online-Kurse einströmen. Aber meine Frage an alle anderen ist, wie ist eure Erfahrung? Wo sieht der Markt aus?
ist das Publikum, ein neues Publikum da, das bereit ist, jetzt in dieser Phase sich anzumelden, weil das war eben nicht meine Erfahrung im Moment. Vielleicht kann ich dazu mal darauf mal eingehen, weil wir genau dieses Thema auch bei uns behandeln. Wir arbeiten auch mit Sprachschulen zusammen, die jetzt eben Online-Sprachkurse verkaufen. Das Problem ist, dass man Offline-Sprachkurse nicht eins zu eins so verkaufen kann wie Online-Sprachkurse. Also die Regeln sind komplett anders, man muss es anders vermarkten. Was wir zum Beispiel bei unseren Sprachschulen machen, ist der Zugang von ich buche einen Offline-Sprachkurs, ist ganz anders. Also wenn ich einen Offline-Sprachkurs buchen möchte, dann weiß ich, was mich darin erwartet. Ich schaue mir an, was das für eine Sprachschule ist. Ich gehe auf die Seite, kontaktiere, buche den Sprachkurs, ist erledigt. Bei Online-Sprachkursen weiß keiner, was ihn am Ende erwartet. Und deswegen ist eben die Herausforderung, diese Angst zu nehmen, zu zeigen, wie ein Online-Sprachkurs überhaupt aussieht, wie das ganze Tool aussieht. Und was wir zum Beispiel dann mit unseren Kunden umsetzen, ist, dass wir kostenlose Veranstaltungen machen, bei denen sie die Tools kennenlernen können, kleinere Kurse, wo man sich nicht gleich verpflichtet, mehrere hundert Euro auszugeben, um beim Kurs teilzunehmen, erstmal kleinere Kurse, wo man die Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen zu üben, ein paar Wochen mal reinzuschnuppern. Also diese Angst und diese Unsicherheit zu nehmen und dieses große finanzielle Investment, damit die Leute überhaupt diese Sprachkurse überhaupt verstehen, wie das Ganze abläuft und überhaupt das Vertrauen dazu entwickeln, weil Online-Sprachkurse für viele Menschen etwas komplett Neues ist. Okay, danke. Ich glaube, wir müssen das zu zweit vertiefen. Ja, machen wir. Dankeschön. Gut. Danke dir, Stefania. Und wir machen weiter mit Ian, der Redner vom letzten Netzwerk Sprachunternehmen auch, der über 20 Jahre Sprachunternehmen erzählt hat. Ian, was hast du uns zu erzählen? Dein Mikro ist an. Theoretisch sollte es funktionieren, aber man hört dich noch nicht. Ist das besser? Ja, jetzt. Jetzt bin ich da. Okay, Entschuldigung. Ian McMaster hier vom Business Spotlight Zeitschrift. Wir sind zwar keine Sprachschule, aber ich war bei der vorherigen Veranstaltung. Ich finde es super interessant. Vielen Dank für die Organisation. Ich glaube, das war dringend notwendig. Und vielen Dank für alle Beiträge. Was mich interessieren würde, und es ist vielleicht auch mehr eine Frage, vielleicht für eine weitere Diskussion, ist, Für die Sprachschulen, die noch nicht online waren, aber jetzt gezwungen sind, ihre Online-Präsenz aufzubauen und neue Tools zu entwickeln, welche Änderungen, die durch diese Krise kamen, werden praktisch permanent bleiben, mittelfristig? Also wie wird das die ganze Sprachangebote, Sprachschulmarkt mittelfristig enden? Weil ich glaube, dass wir hoffen irgendwann, dass irgendwann die Corona-Krise vorbei ist und dann danach die viele Schulen werden oder viele Lerner werden sich daran gewöhnt vielleicht oder auf den Geschmack zu kommen für online. So ich kann mir vorstellen, dass der Markt wird sich permanent etwas ändern. Wie gesagt, keine Antwort, einfach eine Frage in den Raum gestellt, vielleicht zu spät für diese Veranstaltung, aber vielleicht für die Zukunft. Ja, ich würde aber mal vorschlagen, dass wir mit dem offenen Worten enden. Also das ist natürlich eine Frage, auf die keiner eine Antwort hat. Was natürlich sicher ist, ist, dass auch nach der Krise online eine viel größere Rolle spielen wird beim Spracherwerb, als es vor der Krise war. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, sehr zahlreich, über 160 Leute hatten wir hier zeitweise. Ich bedanke mich bei den Rednern. Sebastian, was möchtest du noch erzählen? Was möchtest du noch zum Abschluss erzählen? Ja, genau. Ich bedanke mich erstmal auch für die super interessante Session. Insgesamt genau wie Ian gesagt hat, dass wir im Grunde genommen das Thema dann für die nächste Runde. Wir werden uns sicher demnächst dann wieder hier treffen und dann es ist auch an der Zeit, wahrscheinlich sozusagen schon diese so ein bisschen in die Zukunft gerichteten Themen genauer anzugehen. Ich will zunächst auch nur sagen, also wir von der Expo Lingua, wir sind sozusagen
insgesamt immer für Sie da. Also wir sind seit 33 Jahren mit der Branche verbunden und wenn Sie da Ideen haben, wenn Sie Projekte haben, sei es was Online-Implementierung angeht, sei es in anderen Bereichen, kommen Sie auf uns zu. Wir haben ein offenes Ohr und das ist alles, was sozusagen die Sprachenbranche bewegt, das bewegt uns und ich hoffe, wir bleiben alle in Kontakt. Ich hoffe, Sie bleiben alle gesund. Sie kommen gut durch die nächsten Tage und Wochen und ich hoffe, wir sehen uns alle, sei es online, sei es in einem realen Event unseres Netzwerks bald wieder. Ja, in diesem Sinn, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und noch die Frage, wann das nächste Event ist. Das wird sich zeigen, auch ob es online oder offline ist. Das wird sich natürlich von der Situation ergeben. Ja, von unserer Seite noch von Netz bekannt, auch noch mal ein großes Danke. Also wir arbeiten mit Sprachschulen und Sprachunternehmen zusammen, helfen auch vor allem bei der Vermarktung von Sprachkursen, Online-Sprachkurse, Offline-Sprachkurse. Und haben auch auf der Expo Lingua letztes Jahr einen Vortrag gehalten zum Thema Online-Sprachkurse für Offline-Sprachschulen. Den gibt es auf YouTube, diesen Vortrag. Also alle, die Interesse haben. Vor allem, wir haben viel darüber gehört, wie man einen Online-Sprachkurs aufstellt. Aber auch für die Leute, die vielleicht einen Online-Sprachkurs aufgestellt haben und jetzt nicht ganz sicher sind, wie sie ihn vermarkten, eine Einladung, sich mit uns auszutauschen. Ja, wir haben das Ganze aufgezeichnet, das heißt, die Aufzeichnung, der Link zu diesem Vortrag, der wurde gerade in den Chat reingeschrieben. Ja, wir haben das Ganze aufgezeichnet, die Aufzeichnung gibt es demnächst und dann gibt es noch die Zusammenfassung der ganzen Tipps, Ideen. Wir werden auch den Chat berücksichtigen, weil da auch viele interessante Ideen gekommen sind. Und ja, dann hoffen wir, dass wir alle aus dieser Krise gestärkt rauskommen und bedanke mich für die Teilnahme und dann bis zum nächsten Mal.